Der Sportsflash heute ist quasi ein Heimspiel. Bei uns in Kitzbühel finden auf der legendären Streif von Freitag bis Sonntag die Hahnenkammrennen statt und das zum 82. Mal. Die steilste Stelle ist die Mausefalle mit 85% Gefälle und in der Zielkompression kommen die Fahrer auf über 135 km/h Spitzengeschwindigkeit. Der fünffache Rekordsieger heißt Didi Küsch, aber die schnellste je gefahrene Zeit erzielte ein Österreicher. Fritz Strobel gewann 1997 in 1:51,58. Der Veranstalter der Rennen ist der Skiclub Kitzbühel, aber für die Vermarktung ist die Firma WWP des ehemaligen Gewinners Harti Weirather zuständig und diese läuft blendend. Zu den Partnern, die siebenstellige Beträge bezahlen, gehören Firmen wie Audi, Boss, Mastercard und Red Bull, die so einen großen Anteil der 10 Millionen Euro Rennbudget beisteuern. Das Preisgeld der Rennen wurde zwar letztes Jahr Corona-bedingt von 725.000 auf 520.000 Euro reduziert, was auch daran liegt, dass anstatt sonst rund 100.000 Zuschauer diesmal an den drei Renntagen nur jeweils 1.000 Zuschauer zugelassen sind. Trotzdem wird der erzielte Umsatz im Großraum Kitzbühel auf 50 Millionen Euro geschätzt und die TV-Reichweiten sind eine Liga für sich. Die Rennen werden in rund 200 Ländern übertragen, sogar live in Brasilien, USA oder Island. Und in Österreich schauen im Durchschnitt rund 1,5 Millionen Menschen zu. Das entspricht einem Marktanteil von über 70%. Also, was Monaco für die Formel 1 ist, ist Kitzbühel für den Wintersport.